Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße die beiden Trainer Daniel Thun und Marc Fitzner hier bei mir auf dem Podium, sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Herr Thun, zunächst Glückwunsch an Sie und Ihre Mannschaft zum Sieg und dann darf ich Sie auch gleich um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Kommentar zum Spiel. Wir sind natürlich sehr froh darüber, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Ich glaube, die Fallhöhe war für uns sehr, sehr groß aufgrund des letzten Wochenendes. Wenn man dann irgendwo so ein 3-0 dann in ein 4-3 dreht, dann hat es was mit uns gemacht. Das war Thema unter der Woche und in der Gesamtheit Kompliment an meine Mannschaft, dass sie vielleicht nicht von Minute 1 an da war, aber dann im Laufe der ersten Minuten dann doch schon gezeigt hat, dass sie viel Selbstvertrauen mitgenommen haben. Es war schwierig für uns, uns auf den Gegner vorzubereiten, weder Personal noch Formation. Und dadurch war natürlich in den ersten Minuten vielleicht ein bisschen mehr Unruhe auf dem Platz. Wir mussten sehr, sehr viele Standardsituationen überstehen. Das haben wir bravourös gemacht. Das war keine so wirklich gefährlich. Also das haben wir gut wegverteidigt. Und entsprechend dann, ja, dann kommt man so ein bisschen in den Lauf. Ich fand, dass wir ganz gut Fußball gespielt haben. Und wenn wir Fußball gespielt haben, dann sind wir gefährlich geworden. Haben Abschlüsse gehabt, schießen dann selber nach einer Standard das erste Tor. Christos Zolis freut mich besonders für den Jungen. Muss ja dann doch letzte Woche dem großen oder unserem kleinen Wunder dann weichen nach 45 Minuten. Hat uns heute dann ins Spiel gebracht, 2-0 sehr schön rausgespielt, selber noch die Torschance von Vincent herausgespielt oder vorbereitet und somit, glaube ich, verdient für uns die Führung. Wir hatten sehr viel Spielkontrolle. Ja, und mir war klar, dass es nicht so weiterlaufen kann, wenn man dann vielleicht auch mal einen kleinen bekommt. Und das war dann in der zweiten Halbzeit so. Der Anschlusstreffer wurde ein bisschen unruhig, aber auch da Resistenz, wieder Standardsituation. Wir waren da ein paar Mal zu oft im Keller gewesen, aber dann berechtigterweise, glaube ich, dann das Schiedsrichter gespannt. 9 Minuten Nachspielzeit fühlten sich für mich dann auch ewig an. Ich hatte immer das Gefühl, es kann was passieren. Es waren Abschlüsse auf Gegners Seite. Glaube, alles in allem für uns ein verdienter Sieg, vielleicht in der Höhe. Darüber kann man sich gleich streiten, ob wir 3 Tore besser waren. Aber aus meiner Sicht waren wir die bessere Mannschaft und großes Kompliment an meine Mannschaft. Muss aber auch dazu sagen, dass wir es, glaube ich, sehr, sehr teuer bezahlt haben mit den Verletzten, die aus dem Spiel dann rausgegangen sind und hoffe nicht, dass es allzu teuer wird. Der Eintracht mag euch natürlich in den nächsten Tagen viel Erfolg, am nächsten Wochenende. Ich weiß, ein wichtiges Spiel für euch. Super Support von den Fans. Also da kann man den Turnaround hinbekommen. Dafür drücke ich die Daumen. Alles Gute für euch und vielen Dank. Vielen Dank. Marc, die 90 Minuten aus deiner Sicht, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche für die nächste Woche und Glückwunsch zum Sieg. Das war verdient, wie du das gerade schon gesagt hast. Absolut verdient. Auch die Spielzusammenfassung ist eigentlich treffend. Ja, wir haben uns mega viel vorgenommen für das Spiel, hatten, glaube ich, auch eine richtig gute, ja, ein gutes Gefühl in der Kabine. Da ist richtig was entstanden. Ich hatte das Gefühl, die Jungs, die brennen. Die ersten Minuten waren auch so, dass ich ein gutes Gefühl hatte, dass wir gut in die Partie gekommen sind. Und dann ist es natürlich umso bitter, dass wir nach einer Standard das 0-1 kriegen und direkt dann auch, das ist auch gut rausgespielt gewesen, aber das 0-2. Da muss ich mir erstmal schütteln. Haben es dann auch nie so weit geschafft, in der ersten Halbzeit da richtig Zugriffe aufs Spiel zu kriegen. Die Düsseldorf, da haben es schon gut gespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass wir den Anschlusstreffer gemacht haben. Kurz nachdem übrigens das 0-3 oder das mögliche 0-3 aberkannt wurde. Und dann dachte ich, das Momentum wäre vielleicht so ein Stück weit auf unserer Seite. Da hatte ich das Gefühl, hier geht was auf unsere Kurve. Und umso bitterer ist es, dass wir dann nochmal nach einer Standardsituation das 1-3 kriegen. Und dann gibt es nochmal eine knifflige Situation, wo ich glaube, dass der Sidi Sané wird schon getroffen. Kann man eventuell, wenn er sich's anschaut, einen Elfmeter geben. Dann kann es vielleicht noch kippen, hätte, wäre, wenn. Düsseldorf hat verdient gewonnen. Und Gratulation dazu nochmal. Vielen Dank, Marc. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen und der Kollege kommt mit dem Mikrofon. Das scheint. Doch, Sebastian Stiegel von der dpa. Frage an Herrn Fitzner. Sie haben, wenn ich richtig gezählt habe, hat Eintracht Braunschweig 11 Neuzugänge verpflichtet in diesem Sommer. Sie haben 10 von denen auf die Bank oder die Tribüne gesetzt. Hat das in dem einen oder anderen Fall einen physischen Hintergrund? Robert Ivanov fällt mir jetzt im ersten Moment ein. Oder ist das auch steckt in dieser Aufstellung auch eine Aussage über die Transferpolitik oder Transfers des Sommers? Nee, da steckt keine Aussage dahinter. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Es war auch relativ schwer für mich, bis auf Toni Uccia sind alle Mann an Bord gewesen und 8 Jungs sind dementsprechend nicht im Kader gewesen. Oder ich hatte die Aufgabe, den Jungs dann heute mitzuteilen, beziehungsweise gestern, dass sie nicht im Kader stehen. Das ist schwer, aber wer da jetzt von den Jungs dabei war, da habe ich mir im Vorfeld keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gehofft, ich habe die richtigen Jungs gefunden.
Hat auch ein gutes Gefühl, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Nachhinein ist man immer schlauer. Vielleicht hätten wir die eine oder andere Personalie vielleicht anders entscheiden können. Schauen wir nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Vielen Dank unseren Gästen, einen guten und sicheren Heimweg und Ihnen allen ein schönes Wochenende.